So. Dann guck mal jetzt mal. Koordinaten minus 27 minus 20. Das ist Teil der Arbeit. Genau. Dann Fladderidatsch, schmeißt da mal hin. Dahin. Also, minus 2,7, minus 2,0. 2,7 ist dahin. Und 2,0 müsste dann da lang sein, ja. Seite rein theoretisch sein. Ja, genau. Ich muss erstmal außen rum fahren. Das ist der kürzeste Weg. Die Nachricht von meiner Ex-Tochter, muss zu Hause bleiben, ist krank. Ja. Am Montag zur Schule geschickt, alles tippitoppi mit der Kleine. Montagnachmittag, dies bei meiner Ex, hustet wie Sau. Ich habe die ja warm angezogen, hat halt normal Klamotten angezogen mit Strumpfhose, allem Pipapo. Bei meiner Ex wird sie krank. Das hast du ja gestern bestimmt mitbekommen, weil ich ja dann gesagt habe, dass es mir jetzt reicht, dass sie mich jedes Mal drauf dran erinnert und dass ich dann auch mit wegen dem Schutzhöck hier gucken muss und und. Ja. Ey. Ich frag mich, was die Alte macht, dass die Kinder bei ihr kein Schulzeug haben, dass die Kinder krank sind bei ihrer. Ich verstehe das nicht. Bei mir hat sie zwar auch ab und zu mal einen Hustenanfall, weil die ja gerne barfuß rumläuft. Aber das ist nicht so schlimm, dass ich die zu Hause lassen muss. Das ist halt. Du hast ja selber schon mal gehört, wie die hier hustet. Also ich verstehe das da einfach nicht, was die Frau macht. So, ich bin jetzt. Ich muss noch ein Stück da lang fahren. Ne, warte mal. 2,7. Das ist rein theoretisch. Ja, hier, wo ich jetzt bin, ungefähr. Ein Stückchen höher muss ich noch. Da oben irgendwo müsste das sein. Jetzt bin ich bei 2,8, 2,7, 1,5, 2,5, 1. Das müsste hier am Rand oben sein dann. Das heißt, wenn man hier nicht reinkommt. Fuck, meine Alte ist schon tot. Ist nun rein theoretisch von der anderen Seite. Ach, Mann.
rankommen. So. Ne, hier kommt man nicht hoch. Gut, dann von der anderen Seite irgendwo. Aber da ist richtig mit Minus-Koordinaten, ja? Du stehst am richtigen Ort, ja. Okay. Und da oben schätze ich halt mal. Aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Okay. Ich weiß auch nicht, wenn du ganz an die Mauer gehst, hörst du es auch deutlicher. Ich gucke erstmal, ob ich hier irgendwo hoch kann. Ja, no, ich hör's. Ich höre es da oben. Ja, es ist rotes. Das ist ein rotes. Rot, rot, rot. Stärke vielleicht. Wäre nice, wenn man bedenkt, dass ich so häufig hier kampiere. Man hört doch auf mich wegzubauen.
auch nicht. Nee, man muss von draußen tatsächlich daran kommen. Ich weiß auch nicht, den Sprung auf diesen Zaun, dass du da verlaufen kannst, schaffst du nicht, oder? Nee, den schafft man nicht. Ah, scheiße. Man muss aber irgendwie da reinkommen. Weil anders kommst du da nicht hoch. Ne, ich habe da auch nichts questmäßig oder irgendwie sowas gehabt oder gesehen, dass man da einen Eingang hat. Da ist zwar ein Eingang ins Gebäude, aber von dem Gebäude aus kommst du nirgendwo hin. Seite sein und da ist nichts. Ist dort an der Luft irgendwas, was wo man sich dranhängen kann, was ein verhasstes Jump'n'Run, irgendwie sowas, vielleicht auch ein Teil, was sich bewegt, irgendwas. Das wäre noch eine Möglichkeit, dass da irgendwas sich bewegt und dann immer so rüberschwenkt. Aber keine Ahnung. Also ich sehe nichts, was sich hier bewegt. Da hängt halt nur so ein Raumgleiter oder was das ist, an einem Kabel. Oh lol, das bewegt sich. Raumgleiter an einem Kabel? Oh, da habe ich aber auch nie drauf geachtet. So schnell stirbt niemand. Ah, B. Kira Kampf. Und da dann hoch? Wäre natürlich nice. Lol, was war denn das? Ich habe einen Weg gefunden, Ihre Anweisungen sogar noch zu übertreffen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Aber wie komme ich jetzt auf den Raumgleiter hier? Ach so. Blaues Darko. Hä? Was blau? Schlaues Darko. Naja. Warum mit blau? Ich hab blau. Wie kommst du auf blau? Oh, Kira hat ihn umgenietet. Cool. Wir sind immer noch im Kampf. Kira, mal weiter. Erinnert mich an die Ballonfahrt. Die war witzig. Hm. Aber bis man darauf gekommen ist. Nee, so witzig war die nicht. Es hat mir eindeutig zu lange gedauert. Hattest du wenigstens Glück, dass der Ballon da war? Oder musstest du auch noch auf den warten? Ich, musste auch noch auf den warten. Ach du Scheiße. Mein ganzes Inventar ist voll. Alle meine 70 Slots. Und du hast jetzt heute was verloren, oder? Nö. Also ist dir einfach aufgefallen. Ja. Ich sitze hier und gleite vor mich hin und du so? Ja, ich glaube, aber am Boden. Fahr von A nach B.
genieße das herrliche, zerstörte Wolkenwetter. Du musst Platz in deinem Inventar schaffen, um die Belohnung anzunehmen. Ja, kommt alles noch. Ich muss sowieso wieder auf die Raumstation. Ich will mein Schwert wieder upgraden. So. Wie weit geht's noch? Oh, okay, der geht nicht bis ganz an den Rand. Das ist scheiße. Jetzt muss ich tatsächlich. Muss ich jetzt auf die. Nö, hier runter. Hier hoch. Keine Sorge. Hier. Und jetzt? Oh Leute, ist das nächste Gleitteil. Das wird ja immer beschissener. Wie weit fährt das runter? Nein. Oh. Jetzt bin ich ganz unten. Toll. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, wo das war. Ich glaube, das war da oben. Naja. Genießen wir mal die Aussicht. Das fährt gar nicht so weit hoch. Sehe ich gerade, da ist ein Stopp. Ah, ich hab's. So. So. Jetzt muss ich nur noch da hoch. Da ist es. Beherrschung. Ach, plus 4. Ach, gut. Schon zu meinem. Pipsi, eigentlich genial. So, Datacon 82, darf Trias noch irgendwas? Das war auch in aus Kotor. So, und jetzt natürlich runterkommen, ohne zu sterben. Na, nice. Und jetzt muss ich dahin. Da nutze ich jetzt aber die hier. Nee, stopp mal, wo muss ich jetzt genau hin? Nach da unten. Nach dahin. So. Kann ich dir ein Geschenk geben, Alter? Anscheinend nicht. Nö, kann ich dir ein paar Klamotten anziehen? Die Handschuhe 294 Rüstungswert. Der ihre haben 277. 86 Beherrschung, 75 Ausdauer. Alter, die Ausdauer sinkt aber rapide ab bei der, wenn ich da die anziehe. Ich weiß ja nicht so recht. Du kriegst nichts von mir. So. Hier war aber auch mal ein Fuzzi zum Verkaufen.
Nö. Wow. Ich muss dorthin. Ich würde halt tatsächlich gerne erstmal wieder in die republikanische Flotte gehen. Das müsste doch hier irgendwo gewesen sein. Die Helden plus 2 können mich am Arsch lecken. Aufzug des General Arvinch Hangar. Da müsste ich rein theoretisch hin. Ich will aber zum Jedi-Gedöns. Raumschiff-Ausrüstung, Raumschiff-Aufrüstung. Ich habe das schon alles. Da hinten ist es grün. Ich kann das jetzt nicht abholen, mein Nervnetroide. Einmal zur Flotte, Flotte Ritatschen. Das brauchen wir auch nicht unbedingt sehen. Oh Gott. Wo waren das? Kampfausbildung war das, glaube ich. Oder Verbesserungsgüter? Ich glaube, Verbesserungsgüter war das tatsächlich. Orikon-Mission. Warte mal. Orikon-Mission? Jedi, wir haben versucht, euch zu kontaktieren. Die oberste Kanzlerin bedarf eurer Aufmerksamkeit. Was ist hier los? Sie wird es erklären. Einen Moment. Ich weiß eure Zeit zu schätzen, Jedi. Und ich weiß, dass euch der Rat stets beschäftigt hält. Doch jetzt braut sich gerade eine weitere Krise zusammen.
Und ich habe gelernt, euren Instinkten zu vertrauen. Ihr seid zu freundlich, Kanzlerin. Wie kann ich euch dienen? Die Schreckensmeister, 6 abtrünnige Sith-Lords, terrorisieren die Galaxis, seit sie aus ihrem Gefängnis auf Belzavis ausgebrochen sind. Sie haben zahlreiche Katastrophen in der gesamten Galaxis verursacht und konnten eine ganze Armee von Anhängern um sich scharen. Wir glauben, ihr endgültiges Ziel ist es, ein eigenes Imperium zu errichten. Dafür wollen sie die Republik vernichten und jeden Sith, der sich ihnen widersetzt. Wir konnten Schreckensmeister Styrak auf der Vanis töten. Ansonsten gab es aber nur Rückschläge. Vor 12 Stunden konnten wir das Hauptquartier der Schreckensmeister auf Orikon lokalisieren. Vor 6 Stunden haben wir einen Einsatztrupp losgeschickt, um es vom Orbit aus zu bombardieren. Die Operation scheint gescheitert zu sein. Scheint gescheitert zu sein? Was hat der Trupp als letztes gemeldet? Folgende Nachricht hat uns vom befehlshabenden Jedi auf Orikon erreicht. Hier ist Ogandei. In dem Moment, in dem wir in den Orbit eingedrungen sind, hat uns der Wahnsinn getroffen. Die Schreckensmeister haben Bilder in unseren Verstand projiziert. Persönliche Bilder. Verstörende Bilder. Niemand von uns war darauf vorbereitet. Unsere Schiffe stürzten ab. Eins nach dem anderen. Haben Sie immer noch im Visier, Sir? 3 weitere Schiffe antworten nicht. Ruhig, Sergeant. Unsere Jedi wollen sich in Trance versetzen. Wir schirmen unsere Truppen ab, während sie sich auf der Oberfläche neu gruppieren. Das ist 5 Stunden her. Seitdem haben wir nichts mehr gehört. Ich brauche euch noch heute auf Orikon. Ihr müsst die Lage untersuchen, mögliche Überlebende retten und, wenn möglich, die Schreckensmeister eliminieren. In den Händen der Sith ist Furcht ein mächtiges Werkzeug. Aber sie kann überwunden werden. Ich mache mich auf den Weg. In der zerstörten Flotte sehen die Schreckensmeister eine Chance, ihr Gebiet zu sichern und auszuweiten. Vergesst das nicht. Falls ihr die Mission abbrechen müsst, vertraue ich eurem Urteil. Doch dann werden Dutzende Welten fallen. Die Koordinaten wurden eurem Schiff übermittelt. Gute Jagd. Ja. Was hast du da jetzt angenommen? Irgendeine Quest, die gelb ist. Die werde ich erstmal ausblenden. Ne? So, ich mache mal erst jetzt fertig. Noch ein fucking... Oh, leck mich am Arsch. Dann könnte ich mir die 56 Ausrüstung holen. Oh, ich verkaufe erstmal ein bisschen Schrott hier. Stufe 61, Stufe 55. Schnelligkeitswert geht aber flöten. Das will ich auseinandernehmen. Das kann also da unten sein. Was ist das hier? Ja, nee. Die kann ich auch verkaufen. Farbkristall Orange. Verbessertes Lichtschwert des Beschützers. Und das ist aufgerüstet. 53er Schwert. Das macht 342 bis 513. Aus. Bleibt am Leben. Ja, ja, du auch. Ich muss mal das hier öffnen. Benutze Herstellung eines Gegenstands lernen. Orangener Resonanzkristall. Erfordert Kunstfertigkeit. Das wird verkauft.
das Lichtschwert hier, das ist nicht von schlechten Eltern. Des Beschützers. Das hat schon ein paar Ausrüstungen drin, orangen Kristall. Sturmverbesserung 28, Wert 148. Warte. Kann ich doch gut nachprüfen. Und mein aktuelles hat 122. 122 Verbesserung. Wo ist jetzt das andere Lichtschwert hin? Da. Das hat 148. Also das kann man bei Weitem verbessern. Ich werde tatsächlich das ausrüsten jetzt. Das hat auch einen richtig geilen Griff. So schnell stirbt niemand. Ich krieg nochmal extra Leben dazu. Das andere wird jetzt auseinandergenommen. Ich will den Kristall behalten. Die anderen Dinger können tatsächlich erstmal wegbleiben. Also das verkauft dann. Kristall bleibt erstmal. Dann hatte ich hier noch so eine Schwerter. Da ist gar Farbkristall offen. Okay. Hier Farbkristall gelb. Raus damit. Habe ich noch irgendwas? Farbkristall orange. Farbkristall offen, Farbkristall gelb. Kann man die eventuell stacken, weil das die gleichen sind? Nö, kann man nicht, okay. Farbkristall gelb. Ich habe schon vier Farbkristalle, Darko. Hier ist noch ein gelber Farbkristall. Ja. Weil du die Schwerter immer auseinander nimmst, oder? Und die Waffen. So, jetzt muss ich mal gucken. Oh, orangenes Schwert, geil. Nice, endlich weg von dem hässlichen Blau. Oh, endlich weg davon. Warum hast du die auf Typhon keinen? Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Das ging doch, oder? Da habe ich mir gleich die Farbe gelb ausgesucht, ja. Und seitdem habe ich die nicht geändert. Ich glaube, rot war nicht dabei, aber die Standardfarben hätte man dann. Da, wo du dieses Schwert hergestellt hast, das allererste Mal. Da konnte ich mir Kids aussuchen. Da hast du doch den Farbkristall bekommen und den konnte man da irgendwie einstellen. Nö. Jedenfalls meine ich, das war so. Nö, nicht bei mir. Weil ich meine Wunschfarbe gelb gleich von Anfang an bekommen hatte. Verteilung, Präzision. Okay, das ist alles 61er. Das Ding ist 75er Rüstung. Da. Erfordert Sturmkanone. 61, 49. Weg damit. Weg damit, weg damit. Was ist das? ID-Implantat, weg damit. Was ist das? Waderstoff-Armschienen, weg damit. So, den blauen Kristall verkaufe ich. Ach, ich verkaufe alle Kristalle. Ha, geht nicht. Geil. Jetzt habe ich Kristalle, die ich nicht verkaufen kann. Und erstmal alles reparieren. Viel Glück da draußen. Dann machen wir die jetzt kaputt. Ich habe orangenes Lichtschwert, kommt dem Rot sehr nah. Das gefällt mir. So. Ach du Heimat, zieht sich das bei mir gerade zusammen.
Festivalausrufer, was? Kommt alle her, beim Fest des Wohlstands ist jeder willkommen, überall. Kuchuso, you mate chikotoya. Kuso mala chikuta, ikosa mose ala tuta. Bumpo kombak, niji tonka giliski chanaga. Chonki faguta, jeotoka kise. Ja, du, Change Kapula. Nach Narsha da ablehnen, dafür habe ich keine Zeit. Ja. Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich das angenommen noch. Warte mal. Das ist doch nicht ganz falsch. Hier ist was zum Anklicken. Scheiße, zu wenig XP. Ach, naja. Jedi Ritter. Das heißt, ich muss später nochmal nach Narsha da. Wow. Ist das... Wie lange ist denn die gültig eigentlich? Was? Einweg-Essensschleuder gibt's als Belohnung. Benutzen. Wirkt eine Essenzbombe auf ein Ziel im Umkreis von 30 Metern, die in einer Nahrungswolke explodiert. Ziele bleiben nach einem Treffer für kurze Zeit mit Essenzresten bedeckt. Wirft Essen auf das Ziel und bekleckert es mit gut gewürzter Sauerei. Och, das ist wie mit den Schneebällen zu Weihnachten, ne? Ja, aber die mache ich nicht heute. Nee. Donnerstag ist wohl noch ein Tag. Und es wird ja bestimmt noch mal klingeln. Weil der Ike wieder ein Paket für den aus dem Haus angenommen hat. Willkommen zurück. Das hasse ich immer, ey, wenn die Postboten nicht unten schon Bescheid sagen. Corellia. Die Postboten fangen mich richtig ab. Die klingeln, sagen, von welcher Spedition die sind, kommen hoch, würden sie für die und die annehmen. Es gibt aber auch Postboten, die sagen das schon unten. Da ist ja mein Standardspruch, ich bin keine Postannahmestelle. Hier hatte der jetzt aber Glück, weil für mich auch gleich noch ein Paket angekommen ist. Diese komische Sabine, die kenne ich überhaupt nicht.
das sagt nur der Nachname nicht. So. Trotzdem muss ich gleich mal nach dem Wetter lassen, was ist so schlimm da draußen, wie das aussieht. Boah, ich habe mir auch gestern und heute American Horror Story, das Pre-Sequel von 2021 angeguckt. Ich hoffe, da kommt demnächst, so schnell wie es geht, eine zweite Staffel. Was hast du dir von 2021 angeschaut? American Horror Story, das Pre-Sequel. Ich kenne ja noch die ganz alten American Horror Story Staffeln. Ja. Die sind ja schon richtig geil, weil da haben auch die Macher wirklich mal, wie soll ich sagen, körperlich Behinderte mit involviert und mitmachen lassen, weil das eben für so eine Horror-Sachen richtig gut ist. Und davon hat Ene jetzt in dem Pre-Sequel von diesem Jahr auch mitgespielt. Und der Machete, also der Schauspieler Machete, der da, Danny Trejo, der hat auch mitgemacht bei einer Folge. Und ich hoffe, da kommen noch mehr Folgen, ey. Weil das ist so eine Serie, die könnte ich mir immer im Jahr wirklich durchweg angucken, weil ich das einfach feier. Ja, warum nicht? Ja, ich hoffe, dass von dem Pre-Sequel auf jeden Wenn Fall noch Republik Corellia nicht retten kann, eine zweite Folge kommt. So einfach ist das. Eine zweite Staffel. Weil es sind halt auch nicht wie aus den ersten Staffeln oder aus dem aus der normalen Story die Folgen nur neu verfilmt mit besserer Grafik oder so. Es ist komplett einfach neu ausgedacht alles. Das ist geil. So, jetzt wollte ich hier nochmal einen Charakter. 132er, das wäre das hier. Bleibt gehuckt wie gesprungen, es ist immer das. Schnelligkeitswert geht weg, dafür kommt Präzisionswert dazu. Na ja, komm, wir machen das. Das sieht irgendwie geil aus. So und so. 61, das sind alles 61er Stufen hier, oder? Ja. Da unten habe ich noch ein Backpack zum Öffnen. Das sehe ich jetzt erst. Mit irgendwelchen Kristallen, die ich nicht brauche. Ja, gut. Dann mache ich Level 56 irgendwann. Gut, dann beende ich jetzt den Star Wars Stream.